kann sich drauf verlassen. Die flippt hier aus vor lauter Glück und Wonne. Tja, ein Knut setzt sich auf seinen heißen Ofen, ist weg. Es ist ja immerhin auch eure Verwandtschaft. Ja. Das ist Knut, ne? Mhm. Bist du nicht alleine? Da steht doch da jemand ins Haus. Franz. Nee, wir wollen doch nur einen Blatt haben. Nee, ich hab auch was anderes los. Was ist los? Guten Abend, Herr Sonntag. Na, ja, was wohl? Der Löwe trägt seine Beute in die Höhle. Was dagegen? Nein, du hättest doch wenigstens fragen können. Mensch, Vati, du hättest doch Opa einen Vogel gezeigt, wenn er dir so gekommen wäre. Hm? Ich hätte es nie gewagt, meinem alten Herrn Vogel zu zeigen. Nie. Naja, früher war sowieso alles anders. Sag mal, was war nur damals anders? Naja. Wie der Piefke von der alten Burisch. Junge, mein Süßer, recht hast du ja, dass du dir weggeflogen bist. Komm mal hier zu mir, komm. Bei mir hast du es auch viel schöner, mein Schätzchen. Hier, du Kleiner. Du kommst jetzt in den Käfig vom Hansi und dann kriegst du auch Körner. Ja, mein Schatz, fein wird es sein. Schau mal, wie schön. Siehst du? So. Und ab jetzt heißt du auch Hansi. Verstehst du? Und nicht mehr Burisch. Kleiner Schatz. Hansi? Hansi? Psst. Wir müssen doch erst der Familie deine Herkunft erklären. Morgen, Frau Sonntag. Guten Morgen, Bea. Ich darf doch Bea sagen. Und du, jetzt, wo du hier schon übernachtet hast. Natürlich, Frau Sonntag. Bei uns ist Übernachtung immer mit Frühstück. Bitte schön. Danke. Guten Morgen. Morgen, Herr Sonntag. Morgen, mein Schatz. Sag mal, spinnst du? Du hast doch gerade gesagt, ich soll nett zur Freundin meines Sohnes sein. Und das bin ich. So ist er, mein Franz. Oh, mein Hansi. Sag mal schönen guten Morgen. Guten Morgen, Mutter. Morgen. Wolltest du nicht heute mal die Brötchen holen? Nein, ich hatte Wichtigeres zu tun. Ich musste meinen Hansi holen, nicht? Haben so früh schon die Zuhaltung geöffnet, Frau Kretschmer? Nein, aber es kam eine neue Sendung und der Verkäufer hat mir erlaubt, mir den schönsten auszusuchen. Nicht wahr, mein Hansi? Hoffentlich kannst du nachts überhaupt schlafen bei all dem Krach hier. Vielleicht ist es doch besser, wenn wir in ein Seniorenheim ziehen. Geht doch nicht immer diesen Quatsch, Seniorenheim. Immer Senioren. Morgen. 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 Ach, Omi hat wieder einen Vogel. Pass bloß auf, du. Völlig neue Situation. Endlich habe ich auch jemanden, der mir die Brötchen schmiert. Du, das fang gar nicht erst an. Der neigt zum Pascha wie sein Papa. Lauf anständig. Geht nicht, meine Schuhe sind kaputt und das Taschengeld langt nicht für neue. Früher sind wir bei so einem Wetter barfuß gelaufen. Hi, Bea. Hallo. Oskar wird mich auslachen. Was ist mit Oskar? Guten Morgen allerseits.
Morgen. Morgen. Haben Sie den herrlichen Sonnenaufgang heute beobachtet? Es war zu schön. Sie sehen wohl nur noch Sonnenaufgänge, was? Oh ja, Frau Kretschmer, da haben Sie vollkommen recht. Dank Ihrer gütigen Vermittlung. Das war kein Zufall. Die Scooby-Doo. Ich möchte Ihnen, da Sie jetzt alle hier zusammensitzen, etwas mitteilen, ganz offiziell. Frau Moderator und ich, wir werden ab sofort unser Schicksal gemeinsam vollenden. Hört, hört. Mensch, das gibt ja ein Fest. Wir haben hier mal wieder einen Heiratsschwindler festgenommen, mussten ihn aber laufen lassen, weil keine der 12 Frauen gegen ihn aussagen wollte. Ja, von Heiratsschwindlerin hört man seltener, nicht? Sonst würde ich sagen, aufpassen, Herr Schindler, aufpassen. Du triffst immer ins Schwarze. Ich werde heute noch zu ihr ziehen. Ach, heute erst. Na, rechtzeitig Bescheid sagt er ja, eine Pampe. Ich muss meine Sachen zusammenpacken. Ein bisschen Umgangston könntest du dir angewöhnen. Hast du Futter? Ich warte dich dann. Na, mein Hansi, ja, ja. Gefällt es dir hier? Ist doch schöner als bei der alten Buche, Schwester. Bloß keinen Bruch hebst. Hör mal, Mutti, wenn der blöde Schindler auszieht. Wenn der Herr Schindler auszieht, dann. Also, wenn er auszieht, dann möchte ich in sein Zimmer. Meins ist nämlich viel zu klein. Da kann ich nicht mal mehr eine Rolle rückwärts drin drehen. Mit deiner Rolle rückwärts können wir auch kein Brot einkaufen, keine Steuern bezahlen und die Zinsen nicht begleichen. Bloß weil ich die Jüngste bin, gönnt mir hier keiner was. Wie soll ich denn mit den Schuhen zur Schule? Ach du meine Güte, dann zieh meine inzwischen an. Die sind mir doch viel zu groß. Dann mach Papier oder Watte vorne rein. Also ich habe zwar kein Geld, aber irgendwie werde ich schon schaffen, dass du dir heute Nachmittag ein paar neue kaufen kannst. Danke, Mutti. Bitte. Ja. Bringst du mal den Mülleimer raus? Ich komme sonst zu spät. Das ist immer das Gleiche. Nanu? Hör mal, Mutti. Ja. Ich brauche schon das Zimmer. Ach, du willst die 400 Mark zahlen? Das ist nett. Kannst das Zimmer sofort haben. Das ist doch unmöglich. Ich spare noch für eine eigene Werkstatt. Dann werde ich eine Annonce aufgeben wegen des Zimmers. Du willst dir also einen fremden Kerl ins Haus holen? Denk doch mal an Karin. Die ist bald kein Kind mehr. Es ist toll, wie du dich um deine Schwester sorgst. Aber die kann sich wehren. Die kann Karate. Ach, Mutter, würdest du bitte so lieb sein und mir die Gesäßtasche bei meinen guten Jeans annähen? Ach, die reißt wohl immer auf wegen der dicken Brieftasche, was? Apropos Brieftasche. Da fällt mir gerade was ein. Sag mal, willst du immer noch bei diesem popligen 150 Mark Kostgeld pro Monat bleiben? Du verdienst doch jetzt ja gut, oder? Och, Mutti. Darüber müssen wir mal in Ruhe sprechen, ja? Das kenne ich schon. Jetzt. Ich brauche jetzt das Geld. Na, aber wir brauchen doch nicht hier darüber verhandeln. Doch. Also gut. Wie viel? 120. Das ist eine Menge Kohle. Bedienung kostet Geld, mein Sohn.